So, und damit wünsche ich einen wunderschönen Donnerstagabend, meine Damen und Herren. Wir finden uns live in Minecraft heute. Wieder in Skyblock natürlich. Und werden heute hoffentlich den Stream durchstehen können mit gutem Internet. Das wäre soweit der Plan. Letztes Mal ist das ja leider so ein bisschen schief gegangen. Aber ja, wir haben einen Plan, den ich letztes Mal schon machen wollte, der jetzt heute hoffentlich dann auch funktionieren sollte. Wir werden versuchen, unsere Monsterfalle zum Laufen zu bringen. Das wäre ein guter Plan, sag ich mal. Mal gucken, ob das Ganze so funktioniert oder nicht. Und falls wir das heute durchziehen sollten, was zeitlich vielleicht ein bisschen schwer wird sogar, aber ja, wir gucken mal. Falls wir das, wie gesagt, hinbekommen, dann werden wir vielleicht das Gleiche im Nether nochmal versuchen. Das Gleiche im Nether nochmal bauen und da dann eine Goldfarm bauen. Das funktioniert relativ simpel tatsächlich. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Abend, hoffe, dass ihr eine schöne Woche bisher hattet oder dass ich sie euch vielleicht noch ein bisschen schöner machen kann. Moin Micha, Kevin, Archies, Rambo, Moin Snoopy, Moin Joram und auch an Altis, ich Löcken für einen schönen guten Abend natürlich. Ich hoffe, euch geht es gut. Und später wird es noch eventuell Lethal Company und Codenames geben. Ich kann es auch nicht genau sagen, weil ich weiß nicht, ob man es hört, aber meine Stimme macht heute irgendwie nicht so ganz mit. Und deswegen kann es sein, dass ich dann später zwar mit dabei bin, werde ich dann auch wahrscheinlich zu jemandem raiden, der damit am Start ist, dass ihr mich zumindest noch hört. Aber dass ich den Stream trotzdem ausmache, kann tatsächlich dann sein. Aber das sehen wir dann später, wenn es soweit dann kommen sollte. Beziehungsweise es wird auf jeden Fall bis dahin kommen, weil ich glaube nicht, dass vor 20 Uhr, ich hoffe nicht, dass vor 20 Uhr irgendwas Dramatisches passiert. Da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Oh, guck mal hier, mit dem Shader. Wie das Licht da teilweise bricht. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wie war eure Woche bisher? Was haben sie so getan? Wir müssen erstmal sowieso noch ein bisschen Cobblestone haben, deswegen machen wir das mal. Und vielleicht noch, bevor wir das jetzt machen, um vielleicht noch mal kurz ein bisschen zu rekapitulieren, was letztes Mal passiert ist. Es war ja nicht lange letztes Mal, aber wir haben ja trotzdem so ein paar Sachen gemacht. Wir haben verzweifelt das Netherportal gebaut und hatten hier drinnen im Nether dann etwas gefunden. Und zwar hier eine wunderschöne Kiste. In dieser Kiste war Eis drinnen. Ein zweiter Eisblock, weshalb wir uns dann hier unsere unendliche Wasserquelle bauen konnten. Und weiterhin war da noch drinnen ein Birkensapling und Sugarcane. Diesen kann ich sogar an der Stelle einfach mal anbauen, weil warum nicht? Ich weiß noch nicht genau, was ich mit beiden mache, aber ich glaube, Sugarcane ist sogar ganz gut, weil wenn wir später Villager haben sollten, dann kann man, glaube ich, mit einigen von denen relativ easy Papier gegen Smaragde tauschen. Sofern mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube, da gibt es eine. Ich glaube, die einfachste Methode, um Smaragde ranzukommen, sind der, mit dem du Sticks tauschen kannst und der, mit dem du Papier tauschen kannst. Bin ich mir relativ sicher. Aber genau weiß ich es auch nicht. Moin Timo, wie geht's dir? Woche ist gefühlt lang, aber sehr schön. Das ist wohl richtig. Anerkennung auf Arbeit ist auch was Schönes. Das glaube ich auf jeden Fall. Sehr nice. Glückwunsch. Bei mir fing die praktische Busführerschein an. Was bei mir? Ach, Fahrstunden oder was? Sehr nice, viel Erfolg dabei. Busfahrer Micha terrorisiert die Straßen demnächst. Kennt man. So, wir hatten das ja sogar mal ganz, ganz grob ausgerechnet, wie viel Cobblestone ich brauche überhaupt für diese Monstrosität da hinten. Warte mal, wir hatten... wir bauen das ja aus Slabs teilweise. Wir haben ja 4 Flächen mit jeweils 7x7. Das sind dann knapp 3 Stacks für den Boden. Plus nochmal ein bisschen mehr. Also sagen wir mal 4 Stacks für den Boden, weil wir haben ja noch die, die Flächen, die 2 in der Mitte, wo das Wasser ja fließen muss. Das sind... Soll ich das jetzt einfach wirklich genau ausrechnen? Ach komm, warum nicht? Okay, wir haben erstmal diese 49 eben, weil wir 7x7 Felder haben. Das Ganze 4 mal.
Dann haben wir noch 4 mal 14, was ja die 2-Reihe ist, die auch 7 nach hinten geht. Oder? Ja, doch, genau. Das Ganze bauen wir Cobblestone-technisch. Nee, genau, warte. Das Ganze haben wir erstmal zweimal. Das heißt, für Dach und. Für Dach und für Boden haben wir 500. Nee, gar nicht wahr. Doch, 504 Blöcke. Ja, okay, das klingt erstmal nach viel, aber es hält sich relativ in Grenzen. Sind ja Slabs. Dann haben wir noch die Wände. Also wir haben diese 504. Oh Gott, warte mal, wie breit ist das Ding dann? Wir haben 7 in die Richtung, dann haben wir die 2, dann haben wir noch 7 in die andere Richtung, dann sind wir bei 14, 16. Plus nochmal 16 hinten, 32. Plus 14 auf den anderen Seiten jeweils, sind wir bei 46, 60. Das heißt, jetzt haben wir noch 60 mal 4. Ne, mal 3, pardon. Okay, das heißt, wir brauchen 504 Slabs und dann noch 180 Cobblestone. Das ist okay, das kriegen wir hin. Warte mal, 504 Slabs sind wie viel? Durch 64 dürften knapp 9 Stacks sein, oder? Ne, knapp unter 8, okay. Ja, guck mal, da haben wir dann ja sogar fast schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, easy. So, machen wir Chat. Ja, es ist erstmal ein bisschen Cobblestone-Gegrinde. Ich hab nachgeguckt tatsächlich, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, einen automatischen Cobblestone-Generator zu bauen. Problematik ist, ich habe sowas noch nie gemacht. Deswegen muss ich da erstmal off-stream wahrscheinlich mir in der Welt angucken, wie so ein Ding funktioniert. Weil das ist eine komplexe Maschine, für die ich jetzt sowieso noch nicht die Materialien hätte. Also, Stand jetzt müssen wir sowieso grinden auf jeden Fall. Wo meinst du, wenn der das über Text erklären würde, dann würde er das Zeichenlimit von Twitch wahrscheinlich 28 Mal komplett wegsprengen. Also ich hatte ein Design gesehen von Small End. Das war ein Kasten mit, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas um die 150 Blöcke oder so insgesamt. Und jeder einzelne dieser Blöcke hat halt eine Funktion. Deswegen, wenn ich sowas baue, dann muss ich das echt in der privaten Welt erstmal gucken, wie das geht. Der weitere Plan auf jeden Fall, kann ich schon mal sagen. Der weitere Plan wäre, wenn wir die Monsterfalle vielleicht fertig bauen, dass wir heute dann vielleicht sogar noch, bevor wir die Goldfarm bauen, dass wir eine Fläche für die Tiere bauen. Dass wir da mal welche kriegen langsam. Weil brauchen wir Tiere? Was kriegen wir aber Tiere? Wir kriegen Leder. Wir kriegen Wolle. Ja, da brauchen wir ja alles nicht. Nee, das hat jetzt keine Priorität tatsächlich, würde ich sagen. Ich habe mit Mais die Milch schon durch Rätselgames getragen. Das wird ja auch nicht so schwer. Ja, gut, okay. Wenn die Monsterfarm steht, können wir sowieso. Ja, okay, Villager ist halt schwierig. Für einen Villager brauchen wir halt im Idealfall eine Hexe und einen Zombie-Villager. Und doch, vorher brauchen wir die Goldfarm. True. Das heißt, die Goldfarm wäre doch sogar der nächste Schritt. Der nächste notwendige. Safe.
Weil wir brauchen, um einen Villager zu bekommen, müssen wir aus einem Zombie-Villager einen normalen Villager machen. Das machen wir, indem wir einen Zombie-Villager einen Schwächeeffekt geben und einen Goldapfel. Für einen Goldapfel brauchen wir Gold, logischerweise. Für einen Schwächeeffekt brauchen wir eine Hexe. Weil eine Hexe die Möglichkeit hat, Schwächetränke zu werfen. Das heißt, wir brauchen eine Hexe, die wir so baiten, dass sie den Schwächetrank auf den Villager, auf den Zombie-Villager wirft. Während wir dann den Goldäpfel auf den Zombie-Villager draufhauen. Dann kriegen wir aus dem Zombie-Villager einen normalen. Dafür muss ich dann später noch eine Etage bauen unter meiner aktuellen Monsterfarm, weil, soweit ich weiß, ist meine Monsterfarm aktuell so hoch, dass alles, was runterfällt, einfach stirbt. Was an sich nicht schlecht ist, weil genau das will ich haben für das, was wir aktuell haben. Aber im Endeffekt müssen wir dafür sorgen, dass die Zombie-Villager unten auch lebend ankommen. Und die Hexen. Ich glaube, die Hexen haben sowieso mehr HP, deswegen das wäre nicht so dramatisch. Aber die Zombie-Villagers halt nicht. Deswegen brauchen wir noch danach noch eine Etage unter unserer aktuellen Monsterfarm, damit die Monster, die da runterfallen, überleben. Ich würde vorher aber wahrscheinlich die Goldfarm bauen, tatsächlich. Ich glaube, das ergibt Sinn. Ich bin mir aber nicht sicher, aber es könnte sein. Ja, es sind in Skyblock, muss man einfach sagen, es sind viele Baustellen, die man der Reihe nach einfach abhakt. Aber je mehr man hat, desto mehr öffnet man sich auch die Möglichkeit, einfach andere Sachen noch zu tun. Ich sag mal, die Grundlagen sind wirklich noch die Goldfarm. Und die Villager. Und ich glaube, dann sind wir sogar in vielen Sachen relativ offen, was wir machen. Dann können wir eine Eisenfarm bauen, dann können wir eine automatische Essensfarm bauen. Also, was weiß ich, da ist dann alles machbar, wirklich. Die Goldfarm wäre auch noch wichtig. Ich muss mal gucken, wie genau die Piglins spawnen. Weil wenn wir Gold haben und mit den Piglins handeln, das haben wir ja letztes Mal uns angeschaut, dann kriegen wir echt viele Items da auch raus. Unter anderem Tränke beispielsweise auch, aber aus was wie Obsidian oder Gravel beispielsweise. Gravel könnte super wichtig hier sein, weil wir aus Gravel mehr Dirt machen können tatsächlich. Klingt paradox, ist aber so. Klingt alles ziemlich verwirrend, ja. Es wird sich, denke ich, super viel aufklären, wenn wir dazu kommen, der Reihe nach. Weil das alles jetzt halt zu erklären ist halt teilweise schwierig, wenn man halt das Visuelle davor nicht hat. Ich brauche noch Falltüren auf jeden Fall, deswegen baue ich mal eine Axt, dass wir die Bäume abhacken können hier. Oh, noch ein Apfel, nice, nehme ich. Aber ich sag euch, Chat, es wird sich alles aufklären hier. Jedes bisschen, von dem man gerade der Meinung ist, man versteht es nicht, alles wird hier aufgeklärt werden. Ich denke nämlich wirklich, dass das ein längerfristiges Projekt werden könnte. Wenn das Interesse besteht, natürlich. Ne? Das geht da ja auch immer ein bisschen mit rein. Wenn mir einheitlich gesagt wird, ne, Andi, lass die Scheiße mal sein, dann ist auch klar, dass das nicht weitergemacht wird, aber ich sage, Bock hätte ich drauf auf jeden Fall, gerade weil das halt echt was Längeres werden könnte.
Und man dann vielleicht, keine Ahnung, in einem Jahr oder so sieht, hey, das war mal und das ist jetzt gerade. Finde ich eigentlich ganz charmant, die Idee. Habe ich irgendeinen Holzblock übersehen, offensichtlich? Nee. Genau, wir brauchen Falschen. Warte mal, wie viele Falschen brauchen wir? Wir brauchen 14 mal 4, 56 Falltüren. Uiui. Wait, das ist perfekt. Ja. Genau, das behalte ich mir erstmal noch. Und wir nehmen auch einfach mal Materialien für eine Werkbank mit. Für den Fall, dass wir es brauchen. Ich hatte gerade überlegt, den Eimer direkt mitzunehmen, den Wassereimer, aber das ist keine smarte Idee, bin ich mir relativ sicher. Weil das Risiko besteht, dass ich irgendwo trotzdem noch runterfalle. Ich habe die Vermutung, da oben hängt noch irgendwo ein Holzblock drin. Ja, da, genau über mir. Zwei sogar noch. Wir nehmen dich beim Wort und schauen in 1,5 Jahren mal wieder hier rein. Optimal. Nee, ich glaube wirklich, dass es Bock machen könnte, gerade wenn man dann halt auch die Systeme ein bisschen mehr versteht. Weil ich muss eine Sache jetzt trotzdem mal ein bisschen, nicht ein bisschen, ich muss eine Sache mal kurz gegenchecken. Ich lag doch richtig damit, dass Wasser 7 Blöcke weit fließt, oder? Ich hoffe, damit lag ich richtig. Ich glaube schon. Okay. Waren es nicht 8? Nicht. Entweder 7 oder 6. 8 nicht. Warte mal. 1. Machen wir jetzt einfach mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, macht einfach mit 8 noch hin. Warum nicht? Hallo? Was ist denn hier für ein Beschiss? Ah, jetzt. Tatsache doch, es sind 8. Okay, dann ist meine Rechnung falsch. Dann brauche ich noch ein bisschen mehr Cobblestone. Nicht viel, aber ein bisschen. Ein kleines bisschen mehr brauchen wir dann noch, weil dann haben wir ja 8x8 Flächen. Ja, wir schätzen jetzt einfach mal grob. Also, wer ist denn schon auch ein Fan davon, solche Sachen komplett auf den letzten Block genau nachzurechnen? Also bitte, das würde ja keiner machen, sage ich euch. Also da müssen wir jetzt auch mal realistisch bleiben, oder? By the way, gestern gab es eine Podcast-Aufnahme mit Mike. Habe ich gestern aufgenommen. Hatte ich gar nicht erzählt gehabt, glaube ich. Aber war sehr cool. Wird hoffentlich dieses Wochenende kommen, wenn ich dran denke, sie zu schneiden. So, schneiden, Anführungszeichen. Ja, sie hochzuladen und einzurichten.
Oder gestern war doch Mittwoch. Ja, gestern war Mittwoch, genau. Ich habe so absolut kein Zeitgefühl aktuell. Das ist insane. Also, das ist noch schlimmer als sonst. Und das musst du erstmal hinkriegen. Weil mein Zeitgefühl ist ja ansonsten schon nicht das allerbeste, sagen wir mal. Ja, ich gebe mir größte Mühe, Zeit zu finden. Ich muss halt auch mal gucken, wie es allgemein mit Videos am Wochenende aussieht. Also für morgen habe ich noch eine Folge auf jeden Fall. Ach nee, klar, ich bin schon durch bis Wochenende. Never mind, alles gut. Ah ja, habe ich ja noch was anderes vergessen. Halleluja. Ja, dann kriegen wir Content für nächste Woche auch hin. Ich muss halt gucken, ich werde dann wahrscheinlich versuchen, übers Wochenende auch am Pokémon-Video zu arbeiten. An der Hardcore-Nuzlocke, am Skript weiterzuschreiben, weil ich bin eigentlich schon relativ weit sogar im Skript. Ich habe jetzt einfach nur die letzten Tage nicht die Zeit dafür gehabt, da weiterzumachen. Ich weiß immer an der Reaktion meiner Kollegen, welcher Tag ist. Sind alle maulig, ist Dienstag, gehen alle früher als Donnerstag. Und wenn sie um 8:27 Uhr nicht. Was? Wenn sie um 8:27 Uhr mal im Büro stehen, ist Freitag. Okay, jetzt ist die Frage: Sollten sie um 8 im Büro sein oder um 9? Also, das eine ist ja Übermotivation, das andere ist das relativ genaue Gegenteil. Habe ich gerade genug Steps überhaupt für die Böden? Ne, habe ich noch nicht. 8:27 Uhr holen sie mich ab, weil um 8:30 Uhr die Kantine aufmacht. Ah ja. Auch nicht schlecht. Moment. Genau, Boden. Und für den Boden noch ein bisschen fürs Dach. Ja, einer noch. Könnte reichen, muss aber nicht. Ja, aber jetzt ist die Frage, sollte ich das überhaupt jetzt anfangen? In der Nacht? Ergibt eigentlich keinen Sinn, ne? Dann hacken wir doch mal ein bisschen Stein, warum nicht? Selbst wenn ich es nicht brauche, für die Monsterfarm brauche ich es für die Goldfarm. Wusstest du, dass die Sprache der Endermans Englisch rückwärts ist? Ja. Und moin. Ich habe alle MadPad-Videos zu Minecraft angeschaut. Kenn alles. Memphis Cypher den Resub in den 24. Monat. Danke für 2 volle Jahre mittlerweile. Vielen, vielen Dank für den Support. Willkommen zurück in der Amorfalle. Wunderschönen guten Abend. Mir ist bei eine Sache aufgefallen. Oder was ist aufgefallen? Es gab jetzt eine Änderung auf Twitch. Es ist tatsächlich eine der seltenen Änderungen, die den Streamern zugutekommen. Was viele stutzig macht, aber ist okay. Und zwar wurde das Partner Plus Programm erweitert auf Allgemein Plus Programm. Das Partner Plus Programm, für die, die es nicht wissen, Twitch-Partner hatten bis dato die Möglichkeit, wenn sie 3 Monate in Folge 350 bezahlte Subs haben. Also nicht Prime, keine Gifted Subs, sondern halt ganz normale Subs, wie der von Memphis jetzt beispielsweise. Dass sie dann mehr Geld bekommen für ein Jahr mit einer Obergrenze von, ich glaube, $100.000 war es. Dass sie bis zu dieser Grenze eben 70-30 bekommen, also 70% von den Sub-Anteilen. Das haben sie jetzt erweitert auf das Plus-Programm allgemein.
dass unabhängig von Partner oder von Affiliate jeder mehr Geld bekommen kann, und zwar bei 100 bezahlten Subs schon. 60-40. Das ist eine Änderung tatsächlich, die ist für Streamerinnen und Streamer sehr gut. Was ich witzig fand, war, dass ich jetzt auf Threads sehr viele kleine Streamer und Streamerinnen gesehen habe, die gesagt hatten, ja, mega die geile Änderung für uns. Und ich denke mir, also, dass ein kleiner Streamer an 100 bezahlte Subs rankommt, ist eine Aufgabe nach wie vor. Ich meine, ich sehe sie ja an mir. Ich bin, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwo bei 30 bis 40. Deswegen, das ist trotzdem noch echt eine Zahl. Also, wer davon profitiert, sind, denke ich, so Streamer, die im Schnitt irgendwas um die, keine Ahnung, 100 Zuschauer oder so haben. Für die ist das eine sehr geile Sache, weil die werden da ein bisschen einfacher rankommen. Aber jetzt kleinere Streamer oder allgemein Streamer, würde ich sagen, mit, wo ich jetzt aktuell auch dabei bin, auf jeden Fall mit unter 50, unter 40, brauchen eigentlich fast gar nicht drüber nachdenken. Ich denke, die dachten nicht an selbstbezahlt, die dachten, es zählen alle. Naja, aber es ist ja eigentlich relativ klar kommuniziert. Und am Ende des Tages, das Partner-Plus-Programm ist eine Sache, die schon bekannt ist. Also eigentlich, ich schon davon aus, dass die meisten wissen, was damit gemeint ist. Also ich habe die Änderung gesehen, dachte mir, okay, nice, brauche ich aktuell gar nicht drüber nachdenken, aber trotzdem cool. Also die Änderung ist ja sehr, sehr nice für Streamer. Es hat halt nichts Negatives, sag ich mal. Aber ich muss halt auch schon, okay, ich brauche da gar nicht anfangen nachzudenken. Es stand halt was von Geschenksubs. Aber das bezog sich nur auf die Auszahlquote. Okay, das habe ich gar nicht gesehen, dass da irgendwas von Gifted Subs stand. Wieso kriege ich E-Mails eigentlich immer zu Streambeginn? Nee, mach mal weg. Was ich mir aber vorstellen kann tatsächlich, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass das jetzt eine Änderung ist, die so langsam das Ende von Twitch Prime andeuten wird. Kann ich mir echt vorstellen. Weil am Ende des Tages, Twitch ist ein Konzern, es ist ja auch bekannt, dass Twitch ein Minusgeschäft ist, haben sie, glaube ich, erst letzte Woche das so wieder bestätigt. Die werden ja nicht ohne Grund einfach mehr Geld auszahlen. Also ich denke mal, sie wollen einfach jetzt aktuell bezahlte Subs attraktiver machen, damit vielleicht der ein oder andere, der, dass das vielleicht der Gedankengang von Twitch ist, dass du jetzt halt viele Leute hast, die auf das Partner oder beziehungsweise auf das Plus-Programm grinden, sodass der ein oder andere Zuschauer vom Prime-Sub weggeht und auf den bezahlten Sub übergeht. So dass Twitch darüber Geld dann einspart und langfristig gesehen den Prime-Sub dann auch entfernt. Weil der wird irgendwann gehen, brauchen wir nichts zu vormachen. Twitch Prime ist 100% Minusgeschäft für Twitch und Amazon, also Twitch Prime ist nicht für die Ewigkeit. Und das weiß jeder, denke ich. Interessant ist, glaube ich, auch die Anpassung beim Prime-Sub, die werden jetzt auch anders vergütet. Ja. Ich glaube auch sogar, dass das positiv ist, auch wie die vergütet werden, die Prime-Subs. Ich glaube, das Einzige, was sich jetzt dahingehend erinnert, ist, dass die Vergütung sich an die regionale Währung anpasst. Und ich glaube, wir in Deutschland kriegen sogar am Ende des Tages mehr daraus. Aus dem Prime-Sub. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Warte mal, ich kann ja nachgucken. Oh oh. Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade nachgucken kann.
Weil ich höre da was, was ich gerade nicht hören möchte. Ich höre Phantome. Moin, Christian. Pass dich an, wo es erworben wird, korrekt? Ah ja, dann so rum. Ja, aber das ist ja auch erstmal nicht schlecht, weil ich habe das teilweise echt gesehen, dass irgendwie Leute, keine Ahnung, gerade mal irgendwie 50 Cent oder so rausbekommen haben aus dem Prime Sub. Weil das dann halt irgendwie türkische Prime Subs waren. Oder so. So, come at me, Bro. Face me on LAN. Bringen Phantome mir irgendwas? Die droppen ja dieses Phantomplasma, ne? Also können sie droppen, hat er jetzt nicht, aber ich glaube, mir aktiv bringt oder nix. Tschüss. Wo kommen die denn her? Richtige Hydra einfach. Einen kaputt gemacht, drei kommen noch. Elytra reparieren oder Slowboarding-Tränke. Ah ja. Ja, ich glaube, über Elytra müssen wir uns hier keine Gedanken machen. Ist aber nur so eine These. Alle tot? Sehr gut. Ja, eine Essensfarm wäre vielleicht auch nicht schlecht demnächst mal, ne? Naja, gut. Wir nehmen die Werkbank mit. Wir nehmen den Wassereimer jetzt. Ne, den Wassereimer nehmen wir nicht mit, das ergibt keinen Sinn. Ich brauche aber noch eine Spitzhacke. Auf jeden Fall, falls ich mich verbaue. Alright. Dann let's go. Ich hoffe, ihr habt genug Blöcke mitgenommen. Mal gucken. Okay, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was bedeutet technisch gesehen, wenn ich hier ein Wasser hinstelle, fließt das bis exakt hierhin. Jetzt machen wir jetzt in alle Richtungen. 2, 4, 6, 8. Vier, sechs, acht. Zwei, vier, sechs, acht. So. Dann sind das schon mal die Wasserbehälter. Hier kommt da das Wasser rein. Genau. Dann. Okay, hier kann ich auf jeden Fall die Cobblestone-Blöcke für nutzen. Weil ob ich da zwei Steps quer drüber klatsche oder ein Cobblestone-Block ist ja vollkommen wurscht. Ich muss das sogar noch einen höher bauen, damit wir die Schaltplatten, die Falltüren dahin bauen können. Wieso war ich gerade bei Schaltplatten kurz? Ja, wir bauen eine Schaltplatte, Chat. Kein Problem, machen wir. Moin, Nightbolt, Nesca. Ja, wir sind gerade in der Lage zu bauen. Sehr fröhlich. Also läuft ganz gut. Genau, das bauen wir jetzt nochmal hier einen hoch.
Next Subgoal Schallplatte oder wie? Wie Subgoal Schallplatte? Wie stellst du dir das vor? Ich habe mich vertan. Wir brauchen noch ein paar mehr Falltüren. 8 Stück. Ich habe nicht genug Holz dabei. Nee, habe ich nicht. Ah, bitte. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr, weil. Wir gehen ja 8 nach hinten, nicht mehr 7. Genau, aber die kommen. Genau, die kommen so hin. Nope. Alter. So, genau. Weil für Monster zählen die Falltüren nicht als Blöcke. Beziehungsweise sie zählen als Blöcke. Aber normalerweise würden die hier jetzt nicht so einfach runterlaufen. Das machen die nicht. Bei den Falltüren machen die das schon, weil die erkennen das irgendwie als vollen Block und sehen, dass die weiterlaufen können, obwohl sie es gar nicht können. Die sind ein bisschen dumm. Weiß ich, Meister M, aber brauche ich ja gerade nicht. Ich hab so Schiss davor, einfach rückwärts runterzulaufen, ne? Ich meine, das ist jetzt auch nicht die beste Arbeitssicherung, die ich hier vorführe, ne? Muss man auch mal sagen. Moin Lukas, wie geht's dir? Genau, die 8 brauchen wir dann noch. Das sind die, um die ich mich vertan habe. Aber jetzt bauen wir hier erstmal die Slabs dann hin. Das Schöne ist, ich brauche keine Uhr, weil wir da unten den Mond einfach sehen. Genau, und das ist in die Flächen, wo die Zombies drauf spawnen. Oder allgemein die Mobs eben. Müssen ja nicht Zombies sein. So. Nummer 1. Mir geht's gut soweit und selber. Mir geht's auch super, danke. Muss mich halt echt ein bisschen konzentrieren, damit ich echt nicht einfach runtersegel. Auch wenn ihr es sehen wollt, weil ich kenne euch. Ich kenne euch einfach. Wenn ich hier runterfallen würde, es wird direkt 7 Clips geben. Aber deswegen machen wir das heute einfach mal nicht, würde ich sagen. Tun nicht so, als wären wir so gehässig. Ich brauche da nicht so tun. Ich weiß das. Ich würde es feiern, bedauern. Ja, genau. Genau. So. Und
dann noch hier und dann haben wir die Flächen zumindest schon mal. Dann müssen wir einfach nur drei nach oben bauen und dann das Dach drüber und dann sind wir hier durch. Und das Wasser halt noch rein, klar. Das ist logisch. Und danach sollte sie funktionieren eigentlich. Ich hoffe zumindest. Es ist das simpelste Design eigentlich. Also wenn ich hier irgendwas verkackt habe, dann zweifle ich echt an mir selber. Diese Art von Monsterfarm habe ich schon 325 Mal gebaut. Deswegen eigentlich kann da nicht schief gehen. So, genau. Dann haben wir die vollen Cobblestone-Blöcke, mit denen wir jetzt drei nach oben gehen. Oder drei hoch hat doch gereicht, oder war es vier hoch? Ich glaube, drei hoch hat gereicht. Oder? Warte mal. Ich glaube, wenn ich es vier hoch baue, können Enderman spawnen, oder? Ne, drei hoch müsste passen. Weil ich glaube, die Spawner, die man in Höhlen findet, sind ja auch nur drei hoch. Ich glaube, das müsste reichen. Ja, ich glaube, wenn ich Enderman haben will, dann müsste ich es vier hoch bauen. Aber Enderman funktioniert in der Monsterfalle eh nicht wegen dem Wasser. Enderman mögen ja kein Wasser. Die gehen da rein und teleportieren sich weg. Deswegen sollte 3 hoch dann eigentlich reichen. Zack. Ja, jetzt ist es halt dunkel. Aber jetzt gerade sollte hier nicht spawnen, weil ich in der Nähe bin. Monster spawnen ja, ich glaube, zwei Chunks gerade mal weg von dir. Genau, und dann kann ich hier das Dach jetzt rüberzimmern. Würde ich jetzt aber noch nicht machen, weil ich erst noch möchte, dass wir Tag haben, damit ich das Wasser reinschippern kann. Und danach möchte ich das Ding zumachen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal runter wieder. Ja, Spinnenschutz. Das mache ich mit den Schildern dann. Ja, ich glaube, dafür ist mir Holz gerade zu wertvoll. Da müsste ich dann in den Tower rein überall Schilder hinbauen. Da habe ich jetzt gerade aber nicht genug Holz dafür. Aber klar, kann man machen, ist halt effizient. Alrighty, jetzt ist die Frage, hacken wir die Nacht über wieder einfach Stein? Ja, warum nicht? Wir brauchen sowieso. Beziehungsweise wir machen erst was anderes. Und zwar füllen wir erstmal unsere Nahrung wieder auf. Auf die effizienteste Art und Weise, die ich kenne. Ja, wir bauen uns langsam hier was auf, ne? So langsam wird's. Wir haben die Monsterfarm jetzt gleich am nächsten Tag.
Wir farmen uns gerade ein bisschen Holz zusammen. Klar, ich könnte die Baumpaar noch ein bisschen erweitern. Das könnte man noch machen. Dass wir heute noch mal so ein paar Dirtspots irgendwo hin platzieren. Ja, wobei eigentlich... Die Goldfarm wäre echt fast wichtiger, damit wir halt eine unendliche Dirtquelle haben. Das klingt so paradox, wenn man es ausspricht, aber Gold ist der Schlüssel. Die Goldfarm ist der Schlüssel für Dirt. Das klingt so weird, aber es wird Sinn ergeben, wenn wir da sind. Vertrauen Sie mir. Das Wilde ist halt echt, dass Dirt hier sogar wertvoller ist als Gold. Nenn mir ein Spiel, wo das der Fall ist. Vertraue ihnen und stimme ihnen zu. Ja, es wird alles Sinn ergeben. Ich werde überlegen, über die Monsterpfade kriegen wir zumindest schon mal. Wir kriegen Knochen ran. Für Knochenmehl. Gut, Knochenmehl würden wir auch theoretisch über den Komposter bekommen. Deswegen, das ist jetzt nicht so dramatisch wichtig, aber trotzdem nice to have auf jeden Fall. Pfeile sind jetzt nicht so relevant. Seide ist ganz nett. Können wir uns vielleicht ein Bett bauen irgendwann? Eisen eventuell, Karotten, Kartoffeln kriegen wir darüber. Aber das sind halt seltene Drops. Ja, ist jetzt nicht so der Obershit, aber zumindest ein paar Sachen, mit denen man arbeiten kann. Und klar, was wir halt da auf jeden Fall auch rauskriegen werden... sind die Hexen und die Zombie-Villager. Das wäre halt sehr gut. Oh, mal schauen. Einfach mal schauen, Chat. Ich bin so müde gerade auch, ne? Das ist insane. Das ist eigentlich schlecht, wenn man müde ist und da Minecraft streamt. Oder spielt allgemein. Das ist keine geile Kombi. Die Wahrscheinlichkeit einzuschlafen ist viel zu groß. Vor allem, wenn das gesamte Gameplay gerade linke Maustaste drücken ist. Aber hey, was soll's. Dieses Gleichmäßige ist auch gerade etwas beruhigend, ja. Absolut, genau das meinte ich ja. Ich überlege gerade, gibt es irgendwas, worüber man reden könnte? Ich glaube halt, zu Palworld habe ich eigentlich im Video schon alles gesagt. Hat mir Serie 20 schon? Ja, vor 10 Monaten. Weiß ich, meine ich doch. Würde ich den Stream abwarten einfach, da kommen wir dann Freitag drüber reden. Oder Sonntag, eins von beiden. Ich weiß, dass schon teilweise Sachen geleakt wurden, die drin sind. Aber es fehlt ja noch das Carpick beispielsweise. Deswegen möchte ich da jetzt noch nicht drüber reden. Was gab's zu essen bei dir? Wiener Würstchen mit Pommes.
und das war leer. Sag nur was zur verschwitzten Bed Wars Community. Da kann ich nichts gegen sagen, weil ich habe selber dazugehört mal vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder so. Alter, das könnte halt echt mittlerweile 8 Jahre her sein. Halleluja. Ich glaube, das ist sogar 8 Jahre her. Wo zur Hölle ist die Zeit hin? Damals, als du noch jung warst, ja, ey. Da stand die Mauer noch nicht. Habe ich Bed Wars gespielt. Ne, ich habe ja früher tatsächlich sehr viel PvP gespielt. Ich habe PvP aufgehört zu spielen mit dem PvP-Update damals. 1.8 war es, glaube ich. Es ist ja jetzt so, wenn ich jetzt mit der Pickaxe schlage, dann sieht man ja unter meinem Cursor dieses Symbol, was durchläuft. Und erst jetzt würde ich halt wieder vollen Schaden machen. Wenn das Symbol weg ist, dann mache ich wieder vollen Damage. Ist auch mit Schwertern so. Das hat halt das PvP-System grundlegend geändert damals. Und das habe ich halt einfach nicht gefühlt. Also früher konnte es halt einfach durchspammen quasi die linke Maus und... Ja, es war halt ein ganz anderes System dann. Das, was sie draus gemacht haben, war einfach nicht mehr so meins tatsächlich. Und ja, da hatte ich dann damals auch gesagt, nee, mach ich persönlich nicht mehr mit. Da ein paar Misslaps brauche ich. Wir machen jetzt was anderes erstmal, was ein bisschen smart ist. So, ich hoffe mal, dass da oben mich jetzt nicht direkt ein Creeper begrüßt, weil ich habe nur die Pickaxe zum Schaden machen dabei. Nicht meine Axt. Ja, guck mal, ein paar Sachen sind ja schon gestorben. Ja, genau, was wir jetzt erstmal machen, wir bauen hier erstmal eine kleine unendliche Wasserquelle. Eine kleine unendliche Wasserquelle, habe ich gesagt. So. Ja, bis später, Argis. Oder bis gleich, je nachdem. Darf halt auf gar keinen Fall runterfallen jetzt, weil an den Eimer wieder ranzukommen, das ist nicht einfach. Da müsste ich halt Zombies für töten. Und das ist aktuell nicht effizient gestaltet, sag ich mal. So, genau. Zack, hier rüber. Dann hier das Wasser hin. Genau, da haben wir hier eine Wasserquelle. Oder eine Goldfarm. Wie komme ich über eine Goldfarm an Eisen ran? Ach ja, klar, über die Pillager. Pillager droppen ja Iron Nuggets teilweise. Ja, fair enough. Nicht Pillager, Picklins, ja, mach ich doch. Das mein ich doch. So, genau, dann kann ich jetzt hier diesen machen. Ja, beziehungsweise, warte, ich mach's erstmal anders. So, jetzt kann ich diesen hier machen. Zack, zack. Zack, zack. So. Ich hab's mir gedacht in dem Moment, in dem ich um die Ecke gesprungen bin. Warte mal, das funktioniert auf Wasser nicht.
Ich hab's gemerkt in dem Moment, wo ich, wo es diese eine Sekunde zu spät war. Okay, der erste Tod, der nicht gewollt war. Ja, ich weiß, was die Pillager sind. Das heißt aber, was wir jetzt wissen, ist, dass meine... dass die Höhe richtig ist, tatsächlich. Für die Intention, die ich vorhabe. Das ist auch schon mal gut. Genau, das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen quick and dirty machen. Genau, jetzt so, dann könnt die jetzt weg und dann baue ich hier jetzt langsam die... das Dach drüber. Ja, ich weiß, die hier bräuchte ich nicht am Rand komplett, aber das ist ein bisschen schön, muss ja auch aussehen. Dann viel Spaß in Horizon 5, Micha. Danke fürs Reinschauen, schönen Abend noch. Genau, der Grund, warum wir ein Dach drüber bauen, relativ simpel, damit auch tagsüber Sachen spawnen können. Ja, klar, aber die Spawnfläche am Rand wäre mir ja eigentlich relativ egal, weil wenn hier was runterfällt, ist er genauso tot. Und ich habe ja erstmal keine Intention, nach oben weiter auszubauen. Ich habe eine Intention, nach unten auszubauen, aber nicht nach oben. Ich sehe es kommen. Ich darf am Ende eh das ganze Dach nochmal abreißen. Weil 3 zu wenig Spawnfläche ist, also 3 Felder nach oben. Aber eigentlich nicht, eigentlich müsste das passen. Aber wie wir wissen, gibt es zwischen Theorie und Praxis viele Unterschiede. Wir sind ja gleich mit unserem glorreichen Steinkasten durch. Chat, und dann haben wir unser erstes großes Projekt abgeschlossen. Ich hoffe jetzt nur gerade einfach mal, dass jetzt nicht gleich unter mir die Viecher anfangen zu spawnen. Weil ich muss noch mal ganz kurz rein auf jeden Fall. Allein um den Steinblock, den ich platziert hatte, wegzumachen. Hey, Archies. Sogar fast perfekte Anzahl an Slabs. Okay, wir haben noch nichts hier drin. Und dunkel war's. Dann kommt der hier weg. Die hier weg. Der hier hin.
Und dicht. So, und in der Theorie dürfte die Monsterfarm damit funktionieren. Jetzt ist die Frage, was die Praxis daraus macht. Wieso sterbt ihr nicht? Ah, okay. Ich habe eine etwas andere Monsterfarm gebaut, als ich dachte. Ah, okay. Ist nicht schlimm. Ist nur unerwartet. Aber schlimm ist es nicht. Was ich jetzt nochmal probieren möchte, was jetzt eigentlich funktionieren sollte, ist einfach nur ein ungewollter Nebeneffekt, tatsächlich. Ey! Wo kommst du raus? Ja, das funktioniert jetzt. Kann ich die einfach hier drei nach absnicken? Ach, weil ich hier noch offen habe. Faszinierend. Ja, aber deswegen wollte ich eigentlich, dass die instant sterben, damit da nicht irgendwie ein Creeper doof kommt. Das war genau die Intention. Also ja, wir hätten jetzt theoretisch eine XP-Farm. Die müsst ihr dann aber auch noch ein bisschen anders bauen. Ja, ich muss ein paar Sachen nochmal abändern. Es funktioniert grob, aber noch nicht hundertprozentig. Und das wollen wir natürlich fixen. Ich muss jetzt hoffen einfach, dass da nicht zu viele Creeper spawnen jetzt. Was ich jetzt dann kurz machen werde, ist einfach alles ins Nichts fallen lassen, was da oben spawnt, damit mich das jetzt erstmal gar nicht nervt. Was potenziell ganz schön witzig aussehen könnte, wenn hier gleich einfach Viecher runterfliegen. Aber quer durch den Bildschirm durch, moin Marco. Ja. Das ist auch eine schöne Farm, oder? Ich finde, die hat was. Nee, was ich nämlich dann tatsächlich jetzt machen würde, ist das Ding nach unten einfach ein bisschen weiter ausbauen. Das sieht so witzig aus. Okay. Nee, ich will den eigentlich an der Seite haben hier. So. Okay, genau. Wait, das heißt, ich sehe nichts. Alles klar. Ist dieser hier? Das ist der obere. Das heißt, den hier rüber. So. Dann brauche ich kurz ein paar Leitern.
Das ist halt das Schöne an dieser Art der Monsterfarm, dass man halt nach unten einfach ausbauen kann und ich jetzt nicht oben nochmal ran muss. Da, Leitern. Zwei müssen reichen. Ja, doch, klar, weil es sind ja nur drei Blöcke. Gott. Easy, kein Problem. Ja, bitte ignorieren Sie diese Statisten, die hier ab und zu durchfallen. Einfach akzeptieren. Was? Wo? Warte mal, wo ist gerade einer gelandet? Oder hat er einfach nur angefangen zu explodieren, als er mir vorbeigelaufen ist? Ich glaube ja. Ey, das ist das Geräusch, was du auf der Höhe hier gar nicht haben willst, ne? Aber absolut nicht. Ich baue jetzt einfach einen Zweierring aus, damit ich mich hier auch ein bisschen bewegen kann. Einer. So. Dann diesen. Diesen. Und diesen hier. Zack, zack. Zack, 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 zack. So, und jetzt in der Theorie dürften die Viecher, wenn sie hier aufkommen, ja, sterben. Nice. Und damit haben wir die Farm jetzt komplett automatisch. Ohne, dass ich was machen muss. Ohne, dass ich Gefahr habe, dass ein Creeper spawnt, doof oder so. Der Vorteil ist, dass ich jetzt keine zweite Etage bauen muss, wenn ich mich dazu entscheide. Mach mal nicht. Wenn ich mich dazu entscheide, eine Villager-Farm anzugehen, kann ich einfach oben dicht machen. Und dann sterben die einfach nicht an Fallschaden. Soweit so simpel. Was ich jetzt trotzdem machen werde an der Stelle, ist, ich werde ein Geländer hier außenrum bauen. Damit ich hier einfach nicht einen Abgang mache. Irgendwo sonst wohin säge.
Gott, jetzt muss ich echt sogar hier hoch, um das Ding zu bauen. Oh Gott, okay. Ja, lieber Enderman, ich hab dir nichts getan. Wir können koexistieren in Frieden. Ist doch alles fein. Ja, guck mal, also produktiv ist sie. Kann man sagen, was man will. Also da kriegen wir Materialien raus. Sehr gut, Chat. Erstes Projekt fertig. Und das Gleiche müssen wir in einer leicht abgeänderten Form dann noch im Nether bauen. Im Nether müssen wir es ein bisschen anders machen, weil die Zombie-Pigments sind ja nicht aggressiv, die gegenüber eingestellt von Anfang an. Die sind aber, glaube ich, auch intelligent genug, dass sie auch nur über die... Über die... Nicht Druckplatten, na, sag's mir, wie heißt es? Fallschirren segeln würden. Und wir können im Nether aber kein Wasser platzieren. Das heißt, wir müssen eine Vorkehrung einrichten, dass ich mich in die Mitte hinstelle, dass ich quasi positionstechnisch hier im Turm stehe, die Viecher dann mit dem Bogen anschieße, die dann auf mich zurennen logischerweise und außenrum quasi vorbeifliegen an mir. Dass quasi dieser Prozess, den wir hier gerade haben, dass die hier in der Mitte runterfallen, dass das um mich rum passiert. Weil die versuchen werden, auf mich zuzulaufen. Das funktioniert vom Prinzip her, würde ich sagen, relativ ähnlich. Es wird sogar deutlich weniger Materialien brauchen, weil wir weder Wände noch ein Dach bauen müssen. Deswegen werden wir dafür deutlich weniger Stein brauchen. Aber es wird insofern interessant, weil ich tatsächlich noch nie so eine Goldfarm gebaut habe. Aber vom Prinzip her sollte es eigentlich so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Wir können die Monsterfarm, by the way, noch besser gestalten, wenn wir dann Hopper irgendwann haben, also Trichter. Weil dann können wir unten auf diese vier Blöcke, wo die Monster aufkommen. Oder? Auf diese vier Blöcke, wo die Monster aufkommen. Trichter hinsetzen, eine Kiste daneben und dann sammeln wir den Loot auch automatisch ein. Soweit, so simpel. Chat, was sagen wir zu unserem Steingefäß? Den können wir jetzt sogar noch relativ easy, wenn wir noch mehr Monster-Loot brauchen sollten, noch weiter ausbauen. Indem ich einfach noch eine Etage nach oben drauf setze. Im Nether musst du halt den Mindestabstand von 24 Blöcken einbauen. Ja, das ist klar. Ändert ja trotzdem nichts daran, dass ich weder eine Wand noch ein Dach brauche. Genau, das gleiche nochmal oben drauf. Dann hätten wir quasi nochmal mehr Raum, wo die Viecher spawnen können. Ach, einen Gasschutz brauchen wir nicht. Brauchen wir sogar wirklich nicht, glaube ich. Ich glaube, Gas können ja keine Stein, können ja keinen Stein kaputt machen. Ich glaube, Gas können nur zum einen Holz anzünden und halt Netherrack kaputt machen. Aber Cobblestone können die nicht kaputt machen. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Und wenn ich das Ding aus Stein baue, habe ich da dann ja kein Risiko.
Aber naja, mal gucken. Ich denke, das Bauen werden wir dann eh erst nächstes Mal machen, aber wir können es ja zumindest schon mal durchkonzipieren. Oder wir bauen jetzt wirklich so eine kleine Essensfarm zumindest. Wobei das eigentlich Quatsch ist. Eine Essensfarm bauen ergibt keinen Sinn. Ich brauche ja keine Level. Wenn ich was brauche an Essen, kann ich einfach runterspringen. Aber andererseits jetzt noch 40 Minuten Steinhacken ist kontentechnisch auch nicht so das Wahre, ne? Was könnte man denn noch machen, was zumindest ein bisschen sinnvoll ist? Schloss Hyrule bauen, ja. Ein bisschen teuer, glaube ich. Das ist ein bisschen teuer. Ich hätte mir gerade volle Möhre den Kopf gegen die Decke angehauen. Aber komplett. Ja, ich könnte eigentlich echt noch ein, zwei Baumspots erstmal bauen. Ist jetzt nicht so, dass wir absolute Dirt-Not haben. Aber ein bisschen mehr Holz schadet grundlegend nicht eigentlich. Dass wir hier zumindest mal ein bisschen noch was ausbauen. Was ich mich halt gerade frage, wieso haben wir einen Birkensäppling bekommen? Wo ist der Sinn dahinter? Also Zuckerrohr sehe ich ja noch irgendwo, aber ein Birkensäppling, wofür brauche ich den denn? Also diese hier, das verstehe ich gerade nicht. Aus Pilzen kann ich ja auch. Ne, ich kann ja auch theoretisch die Pilze wachsen lassen. Okay, ich nochmal Pilze raus und kann Pilzsuppe bauen. Aber Birkensäppling irritiert mich. Bin ich relativ ähnlich, genau. Ich bin da sehr ähnlich, ne? Ich bin da ehrlich. Ist ein bisschen komisch. Wir könnten trotz Adem jetzt. Ja, komm, wir machen das einmal. Wir bauen jetzt trotzdem mal die Tierfarm, ganz ehrlich. Bevor ich irgendwann dastehe und sage, ey, wir brauchen jetzt Schafe oder so und dann haben wir keine. Bauen wir das jetzt einfach mal. Jetzt ist die Frage, wie weit weg müssen denn Tiere sein oder muss ich von den Tieren sein, damit die spawnen? Warte mal. Das können wir ja. Können wir ja nachgucken. So, wir nehmen jetzt einfach mal. Das Schaf. So. Shiba Passive Mobs. Genau, so, Spawning. Natural Generation. Lichtlevel 9 oder höher. Also.
Ja, gut. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Optimal, kein Problem. Warte mal, dass wir was anderes gucken. Da, 24 Blöcke weg. Okay. Voilà. Das bedeutet. Das einfach von hier aus, würde ich sagen. Erstmal holz mal die Bäume ab. Weil, wie wir gelernt haben, Holz ist immer wichtig. Genau. Also gehen wir jetzt einmal die 24 hier erstmal weg. Und dann ist halt die Frage, was für eine Fläche brauchen wir? Er stand jetzt da 17 mal 17, das halte ich aber für unwahrscheinlich. Das erscheint mir ein bisschen sehr viel, ehrlicherweise. Weil das Ding ist halt, selbst 8x8 wäre schon technisch mehr, als wir haben. Ich glaube, wir werden einfach eine etwas kleinere Fläche bauen. Wir bauen erstmal. Wir haben 48. Ich meine, wir haben sogar technisch gesehen ein bisschen mehr, weil wenn ich da drüben die Grasfläche habe, dann kann ich hier das Gras, was wir haben, wegmachen. Ja, bauen wir, ich würde sagen, wir bauen einfach 6 mal 5. Ja, doch, das machen wir. 6 mal 5. Heißt 1, 2. 1, 2. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, perfekt, passt. Ja, Biom haben wir hier. Windswept Forest, ja, das ist ein Wald. Sollte funktionieren. Genau, da müssen wir jetzt sowieso erstmal warten, denn was wir jetzt machen müssen. Wir müssen eine Dirtkette bauen. Und das wird insofern interessant. Wir brauchen erstmal ein bisschen Holzkohle. Jetzt tatsächlich. Wir brauchen Fackeln jetzt. Weil wir müssen jetzt natürlich erstmal dafür sorgen, dass wir da drüben auch Gras haben und nicht nur normalen Dirt. Das Gras springt aber nur von einem Dirtblock zum nächsten über. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich eine Kette bauen aus Dirtblöcken, die darüber geht, dass wir da drüben eine Grasfläche hinbekommen. Ich weiß nicht, ob wir später über Villager an Grasblöcke rankommen. Ich kann es mir vorstellen sogar. Wir kommen ja zumindest wahrscheinlich an eine Silktouch-Spitzhacke ran irgendwie. Also mindestens das sollte ja funktionieren. Genau, wir machen das dann jetzt so, dass wir hier quasi jetzt einfach diese Blöcke bauen. Und werden das jetzt aber so weiterführen. Dass wir zum einen hier die Fackel hinsetzen. Und zum anderen hier unten dann
erstmal so bauen, damit wenn wir den Dirt später abbauen, da nichts runterfällt. Du kannst auch einen Grasblock mit hinübernehmen und in die Mitte setzen. Ja, dann sag mir mal, welchen Grasblock mit rübernehmen. Hat die Farbe keinen besonderen Hintergrund? Ja, weil das hier keine Hardflaps mehr sind, will ich einfach nicht, dass da Viecher drauf spawnen. Der Dirt ist ja ein voller Block. Das ist der simple Grund dahinter. Genau, damit das Gras darüber wächst, müssen wir jetzt einfach warten. Ich sag mal, an sich ist es auch nicht schlimm, wenn wir ein bisschen Dirt verlieren, weil wie gesagt, wir werden Dirt sowieso unendlich generieren können. Ne, ich habe nicht keinen mehr, ich hatte nie einen Grasblock. Genau, jetzt erstmal ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Hast du richtig erkannt, Timo? Absolut. Ich glaube halt leider, dass es absolut gar keine Möglichkeit gibt, das zu beschleunigen. Das ist ein bisschen doof. Wie generiert man Dirt? Dirt generieren wir über unsere Goldfarm dann. Einfach, um es jetzt nochmal vielleicht kurz zu erklären. Wir werden über unsere Goldfarm an viele verschiedene Ressourcen rankommen. Warte mal. Da, genau. Wir werden an... Sieht man es im Stream? Ja. Wir werden an all diese Sachen rankommen. Ja, doch mal ein bisschen größer machen. Und was für Dirt relevant ist, ist hier der Kies. Denn was wir über Kies machen können, wir können mit Gravel... Können wir Coarse Dirt bauen, den baut man mit 2 Gravel und 2 Dirt, da kriegst du 4 Stück davon raus. Und das ist Dirt, der normalerweise nicht als Dirt zählt, das ist quasi unfruchtbarer Boden. Den kriegst du aber zu normalem Dirt, wenn du den mit einer Schaufel bearbeitest. Wenn du Rechtsklick drauf machst, dann machst du daraus einen Weg und wenn du den dann abbaust, dann kriegst du den normalen Dirt daraus. Das heißt, wir machen aus 2 Gravel und 2 Dirt, machen wir quasi 4 Dirt. Das ist der Plan. Und deswegen brauchen wir die Goldfarm im Nether. Damit wir an Picklins kommen zum einen. Dass die spawnen, das ist separat davon. Und zum anderen, dass wir an das Gold kommen, um mit den Picklins zu traden. Aber wenn wir das haben, haben wir quasi eine unendliche Dirtquelle. Mehr oder weniger. Warum machst du daraus Dirt? Schaufel funktioniert nicht. Doch, Schaufel funktioniert. Bin ich mir sehr sicher, dass eine Schaufel funktioniert. Ja, doch. Wir haben ja sogar eine Nahrungsquelle jetzt. Lecker Gammelfleisch. Das Ding ist, es klingt zwar doof, aber das Rotten Flesh, auch wenn ich dadurch den Hungereffekt bekomme, im Endeffekt kriege ich damit trotzdem mehr Nahrung dazu, als dass ich verliere durch den Hunger. Man sieht es ja, ich hatte 2,5 Hungerbalken weg. Ich bewege mich nicht. Und der Hungereffekt ist gleich weg und ich bin immer noch voll. Das heißt, streng genommen haben wir da sogar eine Essensfarm gebaut. Doch, das Coarse Dirt funktioniert auch mit der Schaufel, 100%.
Das ist halt zumindest die Methode, die ich bei einigen anderen auch gesehen habe. Nee, der Hungereffekt kann schon viel Nahrung wegmachen, wenn du dich halt bewegst, wenn du springst, rennst und so weiter, aber wenn du stillstehst halt nicht. Okay, jetzt ist die Frage, was können wir noch machen? Wir haben noch knapp eine halbe Stunde, bisschen weniger. Klar, ich könnte auch ein bisschen Stein hacken. Ich loote erstmal die Farm da drüben. Irgendwas Witziges? Nee. Ja, wir hoffen hier auch so ein Stück weit zumindest ein bisschen darauf, dass vielleicht mal ein Eisen oder so droppt. Das wäre ganz gut. Da, der erste ist gewachsen. Gott, ey, das wird ewig dauern einfach. Halleluja. Warte mal, wir können das drüben aber schon mal ein bisschen weiter ausbauen. Warte mal, wir können ja schon mal die Zäune uns weiterbauen, alles. Ne, ein paar mehr brauche ich. Und ein Tor. So. Genau, bis das Gras da drüben ist, können wir das hier schon mal bauen, weil ich will natürlich hier Zäune haben. Damit die Sachen, die es spawnen, nicht einfach runterfallen. Da, mach mal nicht. Genau, da muss da gleich noch das, was heißt gleich, in 23 Jahren, wenn wir hier fertig sind, nochmal das Dirt rein. Da, ein Block übersprungen. Easy. Der Dirt muss da dann noch rein und dann steht die Tierfarm da drüben. Oder der Tierspawn, besser gesagt, ist halt keine Farm. Ich muss gerade mal gucken, auf welcher Höhe sind wir denn da eigentlich? Wir sind hier auf Höhe 64, ja, das ist ja klar. 66, okay. Dann kann ich die Farben im Nether ja sogar nach oben hinweg bauen. Das funktioniert dann. Warum nicht aus Mauerkobblestone? Ist bestimmt einfacher zu farmen als Holz. Es macht in dem Fall gerade literally keinen Unterschied. Ich hatte halt Holz gerade einfach da. Klar, Cobblestone auch, aber wie gesagt, es macht halt in dem Fall jetzt keinen Unterschied. Hacken wir doch mal eine Steinspitzhacke kaputt, dass wir nächstes Mal nicht mehr so viel Stein haben müssen und direkt vielleicht in die Idealfall reingehen können. Die Frage ist halt, wie viel brauche ich? Im Endeffekt brauche ich gar nicht so viel. Ja, wobei schon. Ich brauche halt einen deutlich größeren Boden. Ich brauche kein Dach, aber ich brauche einen größeren Boden. Das war relativ deutlich.
Weil wenn ich es richtig habe, dann zählen Zombie-Man, Zombie-Pigman zählen, glaube ich, als Hostile-Mobs. Nicht als Hostile-Mobs, eben nicht. Sondern als passive Mobs, die dann auch dementsprechend erst 24 Blöcke weit weg sind. Das Design dürfte sogar relativ simpel sein. Es ist einfach nur ein großer Boden, den ich bauen muss. Das ist alles. Ein Turm und ein großer Boden. Was ich da vielleicht auch noch brauche, ist ein Pfeil und Bogen, aber das haben wir mit der Monsterfarm jetzt easy. Das ist ja gar kein Ding. Ah ja, also das wird das nächste Projekt auf jeden Fall. Weil das wird dann der Schlüssel werden, über den wir dann an die Villager rankommen. Und ich glaube, an die Villager ranzukommen, wird an sich schon echt eine Aufgabe werden. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwie an Weakness Potions rankommen. Ohne Hexen vielleicht, weil das würde die Sache deutlich einfacher machen. Oder irgendwie an den Weakness Effekt rankommen. Außerhalb von der Hexe, das würde die Sache einfacher machen. Wir können halt keine Tränke brauen. Das ist das Problem, weil um Tränke zu brauen, brauchen wir Netherwarzen. Und an die kommt man einfach nicht ran. Das ist, glaube ich, in Skyblock literally unmöglich. Das heißt, es kann wirklich sein, dass wir demnächst mal einen Stream haben werden, wo ich mich einfach, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, oder eine halbe Stunde an die Monsterfarm stellen muss, gucken muss, ob eine Hexe und ein Zombie-Villager runterfallen und die dann in ein Boot reinsetzt. Also für den Stream hole ich dann schon mal die Wer wird Millionär-Website wieder raus. Ja, oder genau, können wir auch ein Q&A machen. Oder einfach allgemein Lava-Stream. Ich glaube, das wäre echt so ein Ding vielleicht, dass ich vor den Minecraft-Streams einfach auf Instagram auch immer, wie ich es bei dem Podcast hier mache, eine Story mache, wo man Fragen einschicken kann. Also gerade bei den Streams bietet sich das ja extrem an, finde ich. Weil ich sag mal so, dass ich bei dem Podcast jetzt noch viele Ausgaben habe, die ich alleine mache, sehe ich eigentlich nicht. Finde die Ausgaben mit den Gästen cooler. Und dann mache ich das so lieber, dass man Fragen einchecken kann, Themenvorschläge, Drohmails, was weiß ich. Und dann kann man da in den Streams drüber reden. Weil das ist dann auch, glaube ich, das ist auch gar nicht schlimm, wenn wir sowas hier haben beispielsweise. Dass ich einfach mal eine Stunde durchgehend Cobblestone absens, wenn man einfach ein interessantes Thema hat währenddessen. Ist dann, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Und das Ganze idealerweise dann auch noch, wenn ich meine Stimme wieder habe. Ich irgendeine Minecraft-Quiz machen. Ja gut, das kann ich ja nur machen, wenn ich warten muss auf irgendwas. Weil da muss ich auch ein Spiel haben. Aber klar, kann man auch machen. Irgendwie Tierlist oder so mal. Ey, ich sag euch, Skyblock ist, das wird mein Just Chatting. Ohne Witz.
auf Teste dich herausfinden, ob du auch wie Lena ein Vollkornbrot bist. Es gibt einen Test auf Teste dich, wo man rausfinden kann, welche Brotsorte man ist. Magst du mir da mal einen Link raussuchen? Dann machen wir das heute noch. Also das würde mich jetzt wirklich einfach interessieren, was da für ein Bullshit rauskommt. Chat Prediction, was für ein Brot wäre ich? Bauernbrot, fuck you. Weißbrot, ihr habt da so eine besondere Symbiose. Da habe ich auch schon dran gedacht, ja. Einfach ein Toast. Super, dankeschön. Wir machen die Picke noch kaputt. Dann stellen wir uns vor die Dirtblöcke und finden raus, was für ein Brot ich bin. Ich habe auch schon an Baguette gedacht, vielleicht. Ich bin ja auch hoch und dünn, also das würde auch passen. Wobei, ich bin nicht französisch, soweit ich weiß. Ich glaube, da hätte ich mitbekommen. Warte, vorher looten wir die Monsterfarm nochmal. Ich könnte mich auch einfach hier neben hinstellen und einfach dementsprechend die Farm die ganze Zeit durchlaufen lassen. Da haben wir die Chance, dass... Hi, na, wie hast du überlebt? Ach, die kriegen ja keinen Fallschaden. Feiert. Nee, immer noch nichts. So. Mit der französische Akzent. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Mein Akzent ist doch auf jeden Fall gegeben. Alles klar. So, Moment. Zack. Wohin muss ich gehen, damit ihr alles seht? Hier ungefähr, ja. Okay. Zu welchem Getreide fühlst du dich hingezogen? Was ist Getreide? Roggen, Weizen? Ich kann mich nicht entscheiden. Gott. Ich kaufe ganz gerne Roggenbrot. Wie viel wiegst du? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe irgendwann zwischen 50 bis 70. Ja, relativ sicher. Keine Ahnung. Wann stand ich das letzte Mal auf der Waage? Ich weiß es nicht. Was tritt auf dich zu? Leicht, schwerelos und doch voller Ballast. Ausgeglichen, so ein Mensch bin ich. Knackig und frisch. Ich immer hochmotiviert vor der Energie. Ich würde schon sagen, dass ich ausgeglichen bin, oder? Oder was meint ihr? Ich würde schon sagen, ich bin ausgeglichener Mensch, doch. Wie attraktiv findest du Bernd das Brot? Zu blass, viel zu dunkel für meinen Geschmack, ein Traum. Warum sollte ich... Ja, das ist die richtige Frage an der Stelle. Dein Lifestyle. Chantal, geh mal hin. Ja, eindeutig. Darauf Frühstücker kommen nicht weiter. Erfülltes Leben, hat was man sich so wünschen kann. Mich selbst noch nicht gefunden, mal so, mal so. Alter. Einfach Chantal, geh mal Bier holen. Ich esse sehr viel aktuell, ich bin Dauerfrühstücker.
Man sieht es nur nicht tatsächlich an mir, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich aktuell wieder sehr viel Sport mache. Deine Seele ist leer. Ja, weiter. Nein. Harte Schale, weicher Kern, Unschutzdarm durch und durch, durchwachsen oder unrein, wie man es auslegen will. Ich glaube, das trifft sogar am meisten zu, doch. Was hast du für eine Hautfarbe? Europäisch, würde ich sagen. Hast du Freunde? Wenige gute. Ich bin ein Rudeltier. 671 auf Facebook. Ich habe eine Schildkröte, zählt das. Ne, mittlerweile würde ich schon sagen, ich habe einige. Mittlerweile habe ich echt. Habe ich einige. Safe. Was schmeckt dir. Wie schmeckt es dir am besten? Knackig, mal so, vollmundig. Heckmenü, 6er Chicken Nugget. Ja, die Hexe lacht auch. Nee, ich mag's, wenn das Brot ein bisschen knackig ist. Am Rand. Ich bin doch super. Möchtest du überhaupt ein Brot sein? Ja, eindeutig. Safe. Zu 40% bist du Profil A. Als Mischbrot bist du wirklich das Beste aus beiden Welten. Du bist wieder Hybrid unter den Automobilen, die Balance zwischen Tradition und Moderne. Obwohl manche dich den Abfall der Brotindustrie bezeichnen würden, ist genau das Gegenteil der Fall. Du bist vielseitig begehrt und immer eine gute Wahl. Deine Anpassungsfähigkeit und deine ausgewogene Mischung aus unterschiedlichen Mehlsorten macht dich zur perfekten Alltagsbegleitung. Faszinierend. Dein Charakter ist eine beeindruckende Mischung aus verschiedenen Tugenden. Du bist sowohl nahrhaft als auch lecker, bodenständig und dennoch exotisch. Du bist der Diplomat im Brotkorb, derjenige, der immer den Mittelweg findet und alle Beteiligten zufriedenstellt. Du bist nicht zu schwer und nicht zu leicht, nicht zu rustikal und nicht zu fein. Mit dir wird jede Mahlzeit zu einem ausgewogenen Genuss. Tipps für das Mischbrotleben. Nutze deine Ausgewogenheit und Vielseitigkeiten als Stärke. Du kannst dich in so vielen verschiedenen Szenarien mit einer Vielfalt von Beilagen und Belägen sehen lassen. Deine Fähigkeit, Kompromisse zu finden, wird dir auch in persönlichen Beziehungen und im Beruf helfen. Das stimmt sogar, würde ich sagen. Du bist das Brot für jede Gelegenheit. Braucht jemand ein zuverlässiges Brot für den Schulbrotkasten der Kinder? Mischbrot. Sucht jemand nach einem Brot, das sowohl mit süßen als auch mit herzhaften Belägen harmoniert? Wieder Mischbrot. Du bist die sichere und doch spannende Wahl, die sich für nahezu jede Lebenslage eignet. Vergiss nicht, dass deine Vielseitigkeit auch ein Symbol für die Unentschlossenheit und Vielfältigkeit der menschlichen Natur ist. Manche Menschen können sich nicht entscheiden, ob sie lieber Vollkorn oder Weißbrot möchten. Du gibst ihnen die Möglichkeit, beides zu haben, ohne Kompromisse bei Geschmack oder Nährwert eingehen zu müssen. Und das, liebes Mischbrot, macht dich zu einem echten Gewinner in der Welt der Backwaren. Wahnsinn! Moin, Mel. Was ist los? Ach so. Ja, ich sag mal, ich lasse das euch entscheiden. Ich meine, ich habe hier gerade auch absolut grandios wichtige Fragen zu beantworten. Das ist noch einmal einer sagen, Stream wäre brotlose Kunst, ja. So. Aber ich habe ja noch ein zweites Ergebnis. Hier, warte mal, auch 40%. Du bist Profil B, klein aber auch hoch. Du bist die Quintessenz dessen, was viele einen guten Frühstück oder Abendessen lieben. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Brötchen. Boah, ich bin ein Brötchen, Leute.
Das Stückchen Genuss, das in keiner Bäckerei fehlen darf. Du magst zwar klein sein. Das wäre mir jetzt neu. Aber du bist auf eine charmante Art modern, knackig und flexibel. Ja, guck mal. Mit deiner knusprigen Kruste und deinem weichen Inneren hast du es geschafft, die Herzen der Menschen zu erobern, die dich verspeisen. Du bist das Brot für alle Gelegenheiten, klein genug, um nicht zu sättigen, aber groß genug, um wirklich etwas herzumachen. Ob als Basis für ein luxuriöses Sandwich oder einfach nur mit einem Klacksbutter oder Marmelade, du bestehst die perfekte Wahl, deine handlichen Größe macht dich zur idealen Option für Picknicks, Partys und alle von gesellschaftlichen Zusammenkünften. In dir steckt viel mehr, als man auf den ersten Blick erkennt. Du bist vielseitig und anpassungsfähig, ein echter Alleskönner. Ob süß oder herzhaft, als Beilage oder Hauptattraktion, du machst immer eine gute Figur. Daher der Tipp, wenn du im Leben das Brötchen bist, vergiss nicht, deine Vielseitigkeit zu nutzen. Du musst nicht immer im Schatten der großen Leib stehen, du hast deine eigene besondere Rolle im Brotkorb des Lebens. Natürlich bist du auch der Meister des Aushöhlens. Du bietest deinem Belag oder deiner Füllung stets eine eingeladene Höhle, ein gemütliches Zuhause. Das macht dich zur idealen Basis für alle Arten von kulinarischen Kreationen, von rustikalen Landfrühstücken bis hin zu Ihr könnt auch noch in 8 verschiedenen Paragraphen sagen, dass ein Brötchen vielseitig ist. Dankeschön. Haben wir es auch mal raus. So, ich habe eine Hexe hier, die müsstest du mir erstmal putt machen. Ich könnte ihr natürlich auch jetzt schon safen, theoretisch, aber das ist gerade noch nicht benötigt. Wir hatten hier eine Spinne auch noch, ne? Wo sind die? Da war ein Eisenbahn, oder? Nee, eine Glasflasche. Schade. Aber wir kriegen auch einiges an Gunpowder hier raus. Das ist auch nicht schlecht. Hallo, Enderman. Der Test ist halt Blödsinn, aber gut gemachter Blödsinn. Hey, das sind meine Streams. Also, ich bin happy mit sowas. Ich freue mich über sowas immer. Beim nächsten Mal Skyblock finden wir heraus, welche Art von Müsli ich bin. Seriös nach wissenschaftlichen Standards aufgebaut, ja. Andy Streams sind Brotkrümel. Was heißt das denn jetzt? Timo, was hast du zu sagen dazu? Auf die Erklärung bin ich gespannt. Das ist ein Apfel. Nice. Man fragt sich immer, wo sie auf einmal herkommen. Wenn du dir die Frage stellst, dann bist du wohl nicht auf meinem Discord, denn da werden die Streams immer angekündigt. Glorreiche Überleitung. Absolut glorreich. Okay, wir sind schon ungefähr ein Achtel vom Weg durch mit dem Dirt. Ach du Scheiße. Oh, ich sag euch, 3 Streams, dann haben wir da drüben die Grasfläche. Aber gerade deswegen ist es gut, dass wir das jetzt schon gebaut haben, weil das letztendlich dann dafür sorgt, dass wir das echt passiv machen können, während wir an anderen Dingen arbeiten. Klar, nicht im Nether, weil dann werden hier die Overworld nicht geladen. Aber wenn wir hier andere Sachen bauen, dann funktioniert das. Aber ich bin da gebannt. Du bist von meinem Discord gebannt?
Wie hast du das geschafft? Erinnerst du dich daran, dass mein Discord-Account mal gehackt wurde? Dunkel? Also kann sein. Ja, es ist dann ein paar Tage her, augenscheinlich. Wurden wirre und fragwürdige Links überall gepostet. Okay. Ja, dann lass mir mal deinen Discord-Namen zukommen, dann entbanne ich dich auch wieder. Also ich glaube, das ist echt eine Sache, wo man eine Ausnahme auf jeden Fall machen kann. Sofern du mittlerweile den Account gesaved hast. Da gehe ich mal von aus. Zwei Faktor, perfekt. Optimal. Aber tatsächlich, ich vertraue gerade meiner Stimme nicht. Deswegen, ich bin zwar bei dieser Company gleich noch dabei, aber werde selber nicht streamen tatsächlich. Damit ich ein bisschen weniger sagen muss. Von daher würde ich für heute den Stream mal beenden. Ich bin jetzt noch gleich bei dieser Company dabei mit den anderen. Deswegen schicke ich euch zum Mail rüber. Da seht ihr dann gleich noch, wie ich am Start bin. Aber ich habe einfach echt ein bisschen Sorge davor, dass ich mir sonst, wenn ich jetzt noch 4 Stunden weitermache, meine Stimme ruiniere. Irgendwie gerade ein ungutes Gefühl dabei. Dementsprechend lasst mir auf jeden Fall liebe Grüße da. Ja, mit Skyblock wird es dann wahrscheinlich, ich denke mal, Montag weitergehen. Ich habe da Bock drauf aktuell. Sonntag machen wir Formel 1. Morgen gibt es Valorant. Vielleicht machen wir auch morgen. Naja, morgen machen wir nicht. Morgen nicht. Genau, aber auf jeden Fall demnächst wird es mit Skyblock weitergehen. Es macht sehr viel Spaß aktuell. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Danke an alle, die heute mit dabei waren. Danke, Memphis, für den Resub. Danke an den Chat. Danke an den Lurk. Lasst mir die Grüße da. Wie gesagt, ich bin selber gleich auch noch mit am Start. Deswegen auf jeden Fall auch gerne dranbleiben und meld auch auf jeden Fall ein Follow da lassen. Dann, ja, würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Rest Donnerstag und bis zum nächsten Mal. Servus!